Ring 2, Runde 1. Schön zubleiben. Schön. Jawohl. Schön. Jawohl. Die rechte ist immer drin von mir. In der Rundenke Oliver Ginkel ist am 8.10.97 geboren, auch von den Faustkörpern von Mönchengladbach. 28 Kämpfe stehen in seinem Startbuch, 17 Siege, 9 Niederlagen, 2-mal Boxer und 7. 2011 belegte er einen dritten Platz bei den deutschen Meisterschaften der Kadetten. Er ist NRW-Meister 2013. Er kommt vom Landesverband Nordrhein-Westfalen in der Rundenke Oliver Ginkel. Schön.
Nochmal die rechte. Schön. Olli, wollen wir mal die rechte rausschießen? In der Baumwicke, Johann Sommer, 98, 97 ist er geboren und er kommt vom FC Köln. 35 Kämpfe hat er mittlerweile ausgetragen, 25 Siege, 10 Niederlagen. Er belegt einen ersten Platz bei der deutschen Meisterschaft der Kadetten und Platz 2 bei den deutschen Juniorenmeisterschaften 2012. Sein Trainer Lukas Bilaschek. In der Baumwicke, Jonathan Sommer. Für den nächsten Kampf halte ich allein Jasmin Nitschenboring von Ortlein-Selling. Und für die Siegerehrung Alexander Kopenko, Narek Nachayan, Mats Dereschenko und Ricardo Jonsson. Ring 2, Runde 3. Alles. Oliver, du gehst! Oliver, Deckung! Sehr schön. Auf jeden Fall Dankeschön an den Oliver Kindler und Johanna Sommer. Ja, zur Siegerehrung bitten wir dann Alexander Kubaiko, Narek Makayan, Max Dereschenko und Ricardo Jonsson. Und für das Kampfeld ist dann bereit Kerstin Nilsvorweg und Ortlein Selig. Und hier das Urteil des Kampfgerichtes, Punktsieger und damit deutscher Meister, Rote Ecke, Oliver Kinkel, Nordrhein-Westfalen, der Kinkel geht an, Jonas. Jawohl, Junge! Herzlichen Glückwunsch!